Aber tauchen kann ich hier, glaube ich, auch nicht. Das steht überall bereit zum Tauchen, aber ich weiß nicht, wie ich tauchen kann. Oh. Ist es gewollt, dass kein Spiel angezeigt wird bei Twitch? Ja, ist gewollt, weil ich heute vielleicht spielen wir vielleicht verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Tag bei Ocean Dingsy Bumsy bleiben. Endless Ocean. Heißt es Endless Ocean oder Deep Ocean? Beyond Blue. Ich war jetzt bei dem Wii-Spiel, glaube ich, damals. Beyond Blue. Ich weiß nicht, ob wir die ganze Zeit bei Beyond Blue bleiben. So, wie kann ich bitte tauchen? Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Oh, Day ah! 2, back Jetzt to the passiert atoll was. at sunset. The hydrophone feeds are Nee, online, Umstellung ist so keine it's Option. real. Das dauert viel zu lange und ist But mir I'm viel zu aufwendig und ich curious. habe keinen Bock I'm drauf. excited to test Andra's Und ich new vergesse game. es immer. Kind of like the Swiss Army knife of stealth drones. I'd love to spend the whole dive hanging out with baby Andrea, but miles to swim before I sleep. Ready to dive. Nee, wenn ich den ganzen Stream ein Spiel spiele, dann stelle ich das vorher ein. Aber wenn ich zwischendrin vielleicht eventuell wechseln könnte, dann gebe ich da nichts mehr ein. Das ist. Nee. Habe ich keinen Bock. Wir testen jetzt die Manta-Drohne. Auf die bin ich gespannt. I'm in and Moment okay. mal, ich bin gar keine Manta-Drohne. Kann ich an die Oberfläche? Kann ich mir anschauen, wie es oben aussieht? Nee, ich glaube, hier ist eine unsichtbare Wand. Nee, okay, es geht nicht höher als so. Aber was ist das da? Das ist ein Roboter von uns, glaube ich. Buoy ahead. Bet we'll find some whale Ah, civilization. unsere Boje. What kind of bathroom do you think I have? So, dann hören wir mal. Hören wir mal Ausschau. Wo ist Katka, wenn er ihn braucht? Für sowas gibt es die Magie der Moderatoren. Können Moderatoren das auch ändern, oder wie? Das ist ja praktisch. Hi, Eldon Camillo. Das Problem mit Delfin ist, dass dieser evolutionäre Schritt sich durchgesetzt hat. Was beweist, dass sie mit dem Luftloch geschafft haben zu überleben. Never change a winning team. Es funktioniert, also ändert es sich auch nicht so einfach. Ja, aber Kiemen sind doch für ein Leben unter Wasser ziemlich sicher. Effektiver als eine Lunge, die man alle, weiß ich nicht, paar Stunden oder so auffüllen muss. Oder? Aber gut. Hey, don't jinx it. Ich meine, das ist wirklich, das ist ein guter Punkt, weil, wenn man über Evolution redet, haben viele Leute immer die Idee davon, dass Evolution immer optimiert oder ein Ziel verfolgt oder immer perfektioniert zu irgendwas sich weiterentwickelt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Evolution verfolgt nicht unbedingt Perfektion, sondern nur Funktion. Es muss funktionieren. Wenn irgendein Konzept funktioniert und zwar gut funktioniert, dann wird sich das auch durchsetzen, wenn kein anderes System sich zufällig entwickelt, das deutlich besser ist oder einen Vorteil verspricht. Es gäbe für so viel, was die Evolution hervorbringt, theoretisch so viel bessere Lösungen. Also vielleicht, es könnte ja sein, vielleicht gibt es theoretisch, aber das ist jetzt ohne wissenschaftlichen Rückhalt meinerseits. Das ist nur so eine Idee, so ein Gedanke von mir. Vielleicht gäbe es ja theoretisch sowas wie Rückevolution. Vielleicht könnten ja Delfine sowas wie Kiemen entwickeln. Und vielleicht wird das auch in vielen Millionen Jahren passieren. Vielleicht entwickelt sich schön langsam ein neues Atmungssystem für Meeressäuger. Es könnte ja sein. Nur aktuell ist eben diese sehr lange Luft anhalten können gut genug. Und da gibt es keinen evolutionären Drang, dass das sich jetzt großartig ändern muss. Insofern, ne, könnte man auch sagen, es ist einfach gut genug. Evolution ist im Grunde nicht der Weg zur Perfektion, sondern der Weg zum gut genug. Die sind nicht aus dem Meer gekommen, die sind ins Meer gegangen. Beides ist richtig. Die sind sowohl aus dem Meer gekommen als auch wieder zurückgegangen. Meeressäuger.
Kiemenatmung ist, glaube ich, auch aufwendiger. Das kann natürlich sein, dass die Luftlochatmung tatsächlich energieeffizienter ist. Das ist schon auch nicht irrelevant. Wenn man den Sauerstoff nicht erst rausfiltern muss. Naja, das kann schon sein. Naja, genau. Ach, die kennen wir schon. Treffen wir das tatsächlich? Ach nee, tun wir nicht. Doch, das sind eigentlich die gleichen Tiere, die ich schon mal gescannt habe. Aber ich kann die anscheinend nochmal scannen. Und jetzt kann ich mit meinem... Verstehe ich nicht. Aha. Andre, can the Zoom scan tell how old the baby is? Not with any certainty. Why? Just wondering if she's old enough to hunt by herself. I wondered. She still seems pretty young to go that deep. Will she be okay alone while her mother dives? She should follow the pod. Her aunties will babysit while the mother hunts. Wish I had them when my daughter was born. Takes a pod. Mirai, why is the baby girl so important to her study? I'm hoping to follow the baby for years to learn from her as she learns from her family. And hopefully to watch her eventually become a mother herself. Das stimmt so nicht wirklich. Evolution ist eine Weiterentwicklung, was sich bewährt hat. Aber es ändert sich halt nur etwas in kleinen Stücken, siehe Giraffenhälse. Die haben einen Nervenstrang. Oder war es ein Muskel? Nein, es ist wirklich ein Nerven. Ich weiß schon, auf was du hinaus willst. Das ist wirklich ein Nervenstrang. Egal, der geht einmal am Hals runter und wieder hoch, weil der Hals länger wurde. Genau, aber genau das meine ich ja. Evolution ist nur ein... hin zum Gut genug, gemessen an den aktuellen Herausforderungen und Gefahren, die für so einen Organismus lauern. Und wenn was funktioniert, dann passt das, dann muss das nicht optimiert werden. Weil wenn jetzt, das ist ein gutes Beispiel eben, weil Giraffen haben quasi einen Nerven, also das ist bei uns Menschen auch so, bei jedem Säugetier, irgendein zentraler Nerv vom Kiefer geht so ein bisschen in den Hals rein und dann erst hoch ins Gehirn. Und weil es nur ein paar Zentimeter, Millimeter sind, ist es wurscht. Bei Giraffen ist der Nerv allerdings mit dem Hals mitgewachsen, was ziemlich witzig ist, weil dieser Kiefernerv jetzt eben nicht direkt ins Gehirn geht, wie man erwarten würde, sondern ewig weit den Hals runter geht, bevor er dann die Kurve wieder hochschlägt. Das ist eben skurril witzig. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Evolution keinen optimierten Plan oder sowas verfolgt, sondern... es hat einfach so, wie es ist, funktioniert und das passt schon. Wenn jetzt irgendwie ein Giraffenkalb geboren wird, das durch eine Mutation etwas kürzeren Nerv hat, macht es keinen Unterschied. Deswegen wird der auch nicht verkürzt. Deswegen wird der nicht optimiert. Es stört nicht. Es ist egal. Es passt schon. Das wollte ich damit sagen. Das ist ein gut genug quasi. So, ich habe unsere Drohne, die wir jetzt hier haben, noch nicht so ganz verstanden. Damit kann ich jetzt die Tiere umkreisen und einzelne Stellen scannen. Okay, von mir aus. Machen wir. Ja, und jetzt? Ach so, suche ich eine andere Stelle. Andre's software is helping me understand the structure of their songs, so we can try singing back. More like playing back. I'll synthesize a song that mirrors one from another region to see how these whales react. Because Andre doesn't like my singing. It's more the songs you sing, actually. Hallo, Mr. Skyline. Grüß Gott.
Das stört schon, wenn das Kalb nicht ans Essen kommt, wird es wahrscheinlich nicht alt. Nein, nur der Nerv, nicht der Hals. Wenn der Nerv kürzer ist, der Hals einer Giraffe sollte nicht kürzer werden. Aber der Weg des Nerven vom Hals, also vom Kiefer ins Gehirn, um den geht's. Okay, ich verstehe schon. Das Spiel konzentriert sich anscheinend sehr stark auf Wale und die ganzen Fische hier sind eher Beiwerk. Die scannt man so im Vorbeischwimmen, aber die sind nicht relevant im Grunde. Ich finde es fast schade. Mir wird es wirklich, das ist wahrscheinlich Geschmackssache, mir wird es besser gefallen, wenn man sich quasi hocharbeitet. Also so vom Interessanten her. Also ich schätze mal zumindest, den meisten wird es so ähnlich gehen wie mir, dass so kleinere Fische schon cool sind, aber die großen Meeressäuger oder auch Haie, größere Fische auch, sind eher so die beeindruckenden Wesen. Und das hätte ich schön gefunden, wenn das Spiel hier auch von der Erkundung her so eine kleine Progression macht. Dass man erstmal was über das Kleinzeugs lernt, bevor es dann weiter zu den wirklich interessanten Sachen geht. Aber gut, okay. Ist ja vielleicht nur meine Idee. Ich würde es so machen. Das ist jetzt gar kein echter Kritikpunkt, weil das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Die haben sich halt gedacht, alle interessieren sich für Wale, also machen wir eine Story über Wale. Und dann gibt es halt noch anderes Fisch und ja, hauptsächlich Fischzeug und Weichtiere. Approaching Humpback M2. Looks like he's on a date. How can you tell? It's like they're dancing to his song. Na. What do you think, Andre? Do you think he can make it as a solo artist? Not without more original material. Males from the same region sing nearly identical songs with just enough variation to stand out. Yeah, just like most pop singers. Such a snob. Das ist echt interessant, was die da gerade ansprechen, dass die Wale in ähnlichen Regionen ähnlich singen, weil das eben ein deutlicher Hinweis auf sehr auch wirklich vielfältige Kultur bei Walen ist. Weil die wirklich in verschiedenen Regionen verschiedene Sprachen sprechen und auch das Verhalten sich leicht verändern kann. Also auch bei Delfinen, bei Meeressäugern überhaupt. Dance like no one's watching. Was machen wir jetzt? Jetzt schwimmen wir dahin. Ist das... was ist denn das da hinten? Ist das ein Walhai? Die haben hier aber schon... Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Das ist aber schon ein Best-of Unterwasserkreaturen in diesem Riff, in dem wir hier unterwegs sind. Dass hier neben dem Paarungsritual der Buckelwale gleich ein Walhai rumschwimmt. So viel Glück muss man erstmal haben, glaube ich. Walhaie sind übrigens Fische. Das ist irreführend, weil die Walhai heißen und eigentlich kann nur eins von beiden zutreffen. Sie sind tatsächlich Haie. Die sind nur so groß wie Wale, deswegen heißen sie Walhai. Sind aber komplett harmlos für Menschen oder größere Wirbeltiere, weil die einfach nur, wie man am Mund erkennen kann und am nicht vorhandenen Gebiss filtern Nährstoffe aus dem Wasser. Aber schon beeindruckend auch. Die haben Kiemen, wie man hier auch unschwer erkennen kann. An dem erkennt man's, wenn man sich nicht sicher ist, dass es Fische sind, keine Säugetiere. Weil, wie wir gerade schon die ganze Zeit geredet haben, seltsamerweise gibt es keine Säugetiere mit Kiemen. Und wenn die noch so lang schon unter Wasser wieder leben. Ich find's seltsam. Aber ich bin auch nicht die Evolution. Die wird schon wissen. Wonder if they charge admission. Don't worry, whatever it is, you can take it from my budget. Someone's feeling better today. Ta-ta-ta-ta! Eventuell mutiert ja mal eine Giraffe mit der Direktverbindung so, dass mit dem frei gewordenen Ressourcen andere Dinge verbessert werden. Ja, theoretisch schon, genau.
Aber Evolution ist immer mit Mutation gepaart. Ja, das ist ja klar. Ich meine, welche andere Art von Veränderung sollte es bei lebenden Organismen geben, außer, also die vererbt werden kann. Wobei, das stimmt nicht ganz, das stimmt nicht ganz. Tatsächlich weiß man ja mittlerweile, dass überraschenderweise tatsächlich Eigenschaften, oder nicht Eigenschaften, sondern Erfahrungen, die ein Individuum macht, durchaus die Genetik und den Nachwuchs verändern können. Das ist ne, ganz so einfach, das ist alles sehr komplex, aber grundsätzlich natürlich ist sie ganz klar. Mutation. Aber das ist eben, das wahrscheinlich stört dieser lange Nerv halt einfach null. Ich glaube, da müssten Giraffen wahrscheinlich schon in... Also, kann schon sein, wenn Giraffen irgendwann mal in den extremen Überlebenskampf kommen, wo wirklich jeder noch so kleine Energieersparnis über Leben und Tod entscheiden kann, dann entwickelt sich dieser ewig lange, meterlange Kiefernerv vielleicht tatsächlich zurück. Aber das muss schon ein extremer Überlebenskampf sein über mehrere Jahrtausende hinweg. So immer an der Grenze des Aussterbens. Wahrscheinlich. Die Walhaie sind demokratische Haie. Ich mag so flache Wortwitze. Info am Rande, unter Tauchern sagt man ein Wal. Hä? Wie jetzt? Verdammt nochmal, Info. Achso, das war gar nicht die fertige Nachricht. Unter Tauchern sagt man ein Walhai, trifft man bei jedem tausendsten Tauchgang. Ah ja, das sieht man's mal, was die hier für ein Best-of an möglichen Begegnungen bei einem Tauchgang in diesem Spiel haben. Hi Katka, hallo. Ah ja, ich hab's heute gar nicht eingestellt, weil wir das Spiel vielleicht wechseln. Das Spiel heißt Beyond Blue und ist ein Tauchspielsimulator, der anscheinend ziemlich narrativ getrieben ist. Und ich bin ehrlich gesagt fast enttäuscht davon. Ich finde das Spiel sehr schön. Die Darstellung der Tiere ist sehr schön, wirklich toll. Würde mir, also macht Spaß zu erkunden, ist aber voll der Walking, der Swimming Simulator im Grunde. Ich hätte gern lieber mehr erkundet. Ich bin halt da ein bisschen gamey unterwegs. Ich hätte gern meine Erkundungstauchgänge eher in Progressionsmechaniken und weniger in Story eingebettet. Aber das ist Geschmackssache. Haie leben seit Jahrhundertmillionen von Jahren im Wasser. Ihre Vorfahren sind nie an Land gewesen. Wale sind seit 50 Millionen Jahren. Wieso sind... Fragezeichen, weil du dir nicht sicher bist. Wieder ins Meer gekrochen und vorher Hunde gewesen. Da war durchaus viel Anpassung. Ja, das stimmt. Was ich viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass sich bei verschiedenen Ausgängen der Evolution ähnlich entwickelt hat. So gab es auch bei den Dinosauriern Meereslebewesen oder welche mit langen Hälsen. Das finde ich auch ziemlich interessant, weil das auch wirklich so ein bisschen auf potenzielles, also so Informationen über potenzielles außerirdisches Leben liefern könnte. Weil es gibt eben diesen Begriff der Koevolution, dass sich einfach Organismen, die teilweise aus komplett unterschiedlichen evolutionären Strängen kommen, die überhaupt nicht miteinander verwandt sind, in ähnlichen Umgebungen ähnlich entwickeln. Also quasi die gleichen Strategien verfolgen und dadurch auch ähnliche Körpermerkmale entwickeln. Das finde ich schon auch wirklich cool und interessant. Vor allem muss man immer looten können in Spielen. Ja, ganz genau. Ja, eben. Ich meine, Erfahrungspunkte sind ja auch eine Art von Loot. Mir wird das wirklich gefallen, wenn ich hier zum Beispiel irgendwelche Tiere scanne und durch das Scannen der Tiere erhöht sich eine Erfahrungspunktleiste und dann schalte ich neue Werkzeuge frei, mit denen ich noch besser scannen kann. Es ist total dämlich und billig und würde sich vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt anfühlen bei so einem Spiel wie dem hier. Bei mir funktioniert's. Was soll ich sagen? Ich find's gut. Es gab auch Säbelzahnkatzen, sowohl als Säugetiere als auch Beuteltiere. Ja, Beuteltiere sind ja auch Säugetiere, aber ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Auch bei... Ich finde, das ist eh interessant. Australien ist scheinbar schon irgendwie ein Kontinent, der sich sehr früh vom Rest der Welt isoliert hat.
Das, was man auch an den Kreaturen, an den Geschöpfen, an den Tieren sehr schön erkennen kann, die in Australien leben, weil sich da eben zum Beispiel mit den Beuteltieren anscheinend ein evolutionärer Zweig aufgetan hat, der sich wohl relativ früh getrennt hat. Weil es gibt ja sowohl eben Beutelwölfe als auch Kängurus. Also da haben sich Raubtiere und Beutetiere, Pflanzenfresser komplett getrennt voneinander entwickelt, aber alle haben dieses Beutelkonzept verfolgt. Das muss schon recht früher eine frühe Abspaltung gewesen sein. Faszinierend. Als Nord und Süd über direkter Nahkampf ging, hä, sind die Beutel ausgestorben. Das verstehe ich nicht. Aber gut, weiter geht's. Hören wir mal, lauschen wir mal noch mal ins Meer. I've got some nasty noise. Same damn sound we heard yesterday. Well, I'll check it out between the whales. Nasty sounds. Hey, jetzt aber hier, jetzt will ich hier Aliens sehen oder irgendwas Abgefahrenes. Bitte, ich schwimme zum Fragezeichen. Oder, na, das ist näher, okay. Schwimmen wir erst noch dahin. Ich freue mich, ich hoffe, das hat so Tiefsee-Passagen. Ich will den Marianengraben erforschen. Ich will unrealistisch tief tauchen. Und die bizarren. Looks like another area sensor. Okay, Mariah. Can you use the microtank? Geschöpfe dort. Are you testing your collector drone? It's not a test. Irina needs us to collect a few for study. They are incredibly resilient. They can regenerate themselves from just a subset of their body. They're also invasive. Must have hitched a ride in the ballast of a ship. Irina, how many of these do you need? I'm missing the whales. Just a few. Kannst du nicht mal 5 Minuten Seesterne markieren, ohne gleich irgendwie, die ist ganz schön wahlabhängig. Die Wale werden dir nicht davonschwimmen. Markier doch schnell ein paar Seesterne, mein Gott, und untersuch das coole Alien-Signal. Okay, Microtags deployed. Thanks, Mirai. That's plenty. Weil ich den ersten Post nicht gelesen habe, ach so, ja, Beutel- und Plazentatiere gab es sehr lange. Australien und Südamerika Beutel, Rest, Plazenta. Was? Ich verstehe es aber immer noch nicht. Australien und Südamerika Beutel, Rest, Plazenta. Was? Den, aber es ist egal. Da muss ich mal wieder Subnautica anwerfen, wenn ich so den Stream verfolge. Subnautica. Das habe ich nie so lange gespielt. Ich weiß nicht warum, weil ich mag so Tauchspiele. Aber das konnte mich nicht so richtig fesseln irgendwie. Alien-Planet und Unterwasser klingt nach genau dem, was mir gefallen würde. Aber irgendwie, vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann es wirklich nicht sagen. Hab mich nicht so abgeholt einfach. Wann darf ich? Darf ich wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich ist da gleich eine unsichtbare Wand. Aber das würde mich viel mehr interessieren da unten, als da in diesem Riff voller Walhaie und Wale und exotischen Kreaturen. Ich kann schon recht tief tauchen. Sowas wie Druck und so gibt es hier nicht in dem Spiel. Gut, ich meine, wir haben ja auch keinen Sauerstofftank mehr, sondern einen Helm, der direkt Wasser filtert, Sauerstoff aus dem Wasser filtert. Insofern, warum nicht? In Südamerika haben die Beuteltiere dominiert. Praktisch alle Tiere hatten Beute. In Südamerika? Das wusste ich gar nicht. Interessant. Genau, gleich kommt der Tiefenrausch. Damit habe ich auch gerechnet. Aber nee. Are you sure this is where you track that noise? Seltsame Geräusche. That sound is loud, but it seems pretty deep. Can't see how it could be coming from a ship. Yeah, I agree. It also keeps starting and stopping. I'll figure out another way to investigate it.
Ah, das ist schon ein bisschen Mystery-Element. Jetzt, das finde ich jetzt schon interessanter hier. Mal schauen. Im Rest der Welt hatten die Säugetiere mit der Plazenta sich durchgesetzt. Als Nord- und Südamerika durch Mittelamerika zusammengekommen ist. Ah ja, zusammengekommen sind, haben Beutel, Säbelzahn, Katzen und Plazenta um die Vorherrschaft gestritten. Die Beutelkatzen sind relativ schnell ausgestorben. Aha. Gab's da mal wahrscheinlich eine Phase, in der Landbrücken zwischen dem australischen und dem südamerikanischen Kontinent bestanden, nehme ich an, oder? Die werden sich ja nicht unabhängig voneinander entwickelt haben, die Beutel, aber getrennt vom Rest der Landmassen, wahrscheinlich. Es klingt nach Delfin-Tümmler. Ah ja. It was definitely digital. No power alarm. You need to pick up a sense of the servicing. It never occurred to you that a nice ringtone would be far less annoying? Mirai, please, please, get closer. You weren't this excited about the dolphins before. They're rubbing against the coral. Kind of a wellness visit. I have colleagues that are studying the antimicrobial properties of these coral. Machen die das wirklich? Wahrscheinlich. Das ist immer ein bisschen problematisch. Ich habe zu viele Spiele in meinem Leben gespielt, die irgendwie Tatsachen und Fiktionen vermischen. Deswegen habe ich kein Vertrauen mehr, leider. Aber grundsätzlich fände ich das cool, wenn man hier tatsächlich was über das Verhalten und Leben von Meeressäugern lernen könnte. Aber ich traue gar niemanden mehr, was das angeht, leider. Assassin's Creed ist schuld. Nein, das stimmt nicht. Aber Assassin's Creed ist ein gutes Beispiel. Wow, glitscht mich der Delfin hier einfach voll. Okay, ich pass schon. Ich nehme dir deine Unterwassergräser-Algen-Dingens nicht weg. Muss ich noch mehr nah an Scan-Angriffe starten? Nee, scheinbar nicht. Ah doch, hier, da ist was. Warte mal, lass mich das scannen, bitte. Ach so, das haben wir doch schon. Delfin-Heilbad in den Weichkorallen. Naja dann, Delfine schrubben sich gerne in Weichkorallen. Na meinetwegen. Ich glaub's euch. Ich gebe euch den Vertrauensvorschuss, liebe Spielentwickler.